Willkommen. Herzlich willkommen zum Online-Seminar organisiert vom Minderheitenkompetenznetzwerk Schleswig-Holstein, Süddänemark, ein sehr langer Name, kurz MKN. Und das MKN ist neu gegründet seit 2020 hier in der Akademie Sankelmark angegliedert. Und das MKN fördert die Aktivitäten für die nationalen und regionalen Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzland. Und das ist die dritte Veranstaltung, Online-Veranstaltung zu den verschiedenen Minderheiten. Und mein Name ist Helen Christiansen und ich bin die Koordinatorin und führe Sie heute durch den Abend. Und das Thema heute ist natürlich die dänische Minderheit und wir gehen der Grundfrage eben auf den Grund, was ist die dänische Minderheit und was macht die dänische Minderheit aus? Und dazu möchte ich auch gleich meine Gäste vorstellen. Wenn ich euch begrüße, kurz was sagt, dass man sich als Teilnehmer kurz orientieren kann, wo die Gesichter zu passen. Einmal haben wir Gitte Hugo-Werner. Sie ist die Vorsitzende vom SSF Sydslesvigsk Forening, dem Dachverband der dänischen Minderheit. Willkommen zu Gitte. Guten Abend allerseits, guten Abend. Dann die nächste Frau im Bunde ist Maylis Rosberg. Sie ist die Landesvorsitzende vom SSW Ungdom, der sogenannten Partei, die man in Schleswig-Holstein wählen kann. Und sie ist da für die Jugendvertreterin ganz vorne dabei. Jadli, Mein willkommen, Zack Maylis. und Moin an alle. Last but not least haben wir Christian Juhl, der mit dabei ist. Er ist aus Kopenhagen zugeschaltet. Er ist im dänischen Folketing der Vorsitzende für den Ausschuss der dänischen Minderheit, dem Sydslesvigudvalg. Willkommen til Christian, det er godt, at du kunne være med. Moin, moin und tak für die, ihr macht Wärme. Und dann haben wir zum Glück auch ein bisschen Musik hier dabei. Ich freue mich wirklich sehr, dass Simon Gröde dabei ist. Einige aus dem Flensburger Umfeld kennen ihn ja bereits. Er ist in Flensburg aufgewachsen und hat verschiedene Zwischenstationen in Deutschland, Dänemark, New York, aber Indien war er auch. Und heute ist er bei uns mit dabei. Ich freue mich wirklich, dass du dabei bist. Sehr gerne. Dankeschön. Und dann möchte ich natürlich auch die Teilnehmenden grüßen, die dabei sind. Gut, dass sie den Weg gefunden haben. Ich hoffe, es war nicht allzu schwer. Und würde auch gleich starten mit einer Umfrage, damit wir eben das Publikum ein bisschen kennenlernen. Und zwar, von wo aus sie sich eingewählt haben. Dann starte ich hier gleich eine Umfrage. Einen Moment. So, und ziehe die hier rüber. Und dann können Sie weiter unten, geben Sie Ihre Antwort ein, können Sie schon mal eintippen, von wo aus Sie sich eingewählt haben, dass wir einen kleinen Eindruck bekommen, wer da mit dabei ist. Da haben wir einige größere Städte schon vertreten, mit Kopenhagen, Kiel, Hamburg. Und kleinere Städte wie Bredstedt, Brest und Riga, Neudarchau, sehr schön. ICE Hamburg-Berlin, das ist gut, dass man auch im Zug ein bisschen Unterhaltung hat, das ist sehr wichtig. Und aus Berlin, das freut mich auch. Tondern. Herzlich willkommen, Jadli, willkommen. Dann haben wir einen kleinen Eindruck bekommen von den Teilnehmenden und würde eigentlich jetzt das Layout ändern. Also keinen Schreck bekommen, dass irgendwas anders aussieht. Das ist bewusst so gewählt, weil jetzt wollen wir ja gleich anfangen mit Simon Glöde, ein Stück zu hören von ihm und würde bitten, die anderen Referenten die Videos und das Mikrofon bitte auszuschalten, dass wir eben Simon im Fokus haben. Tausend Dank, Dankeschön.
Lass ich mal checken, dass ich das hier mit dem Sound hinbekomme. Ja, hi alle, ich bin Simon und ich bin auch gerade zurzeit in Kopenhagen und sitze hier in meinem Zimmer und werde euch jetzt ein Lied vorspielen. Ich mache hauptsächlich englischsprachige Musik, weil ich als Teenager nach Dänemark gegangen bin und dann war das eben so, dass meine Familie, meine alten Freunde, die alle auf Deutsch unterwegs waren und meine neuen Freunde in Dänemark und deshalb musste ich mich irgendwie, konnte ich mich nicht zwischen Dänisch und Deutsch entscheiden und mache seitdem englischsprachige Musik. Und jetzt spiele ich aber einen Song für euch. Den habe ich nicht selbst geschrieben, den habe ich aber aufgenommen und mit meiner Band damals in Hamburg ein Cover draus gemacht, der heißt Jeg vil elske. Und ist ein dänischer Song aus, ich glaube, im Jahr 2001. Und ich übersetze das kurz mal für die von euch, die vielleicht nicht Dänisch sprechen, dass ihr eine Idee davon habt, worum es da geht. Und dieser Song ist einfach so wunderschön. Es ist ein Gedicht. Es heißt Ich will lieben, Jeg vil elske. Und bevor ich den Song singe, hier die ersten zwei Verse, die heute immer noch so passend sind. Also, in diesen Zeiten ohne Frieden, wo Wohlfahrtsstaat und Sicherheit die Türen verschließen für Menschen ohne Heimat. Im Schrei dieser ruhigen Straßen und in der Hoffnung dieser leeren Zeit, wo niemand dem anderen mehr zuhört. In diesen Zeiten ohne Frieden, der hoffnungslosen Fernsehwelt, wo das Geld das Spiel immer gewinnt, wo nichts Schönes mehr bestehen darf und jeder klein zu bleiben hat, sind unsere Mittel das Ziel und Liebe der Weg. Ich will lieben. Lass uns lieben. Ja, wir elske, lass elske. Die Band heißt Vilnis, so wie Wildnis mit V. Alright. Disse tider uden fred, hvor velfærdsstat og sikkerhed, og døre lukkes i for folk på spanden. I disse gader stille håb, i disse tider tomme ro, hvor ingen længere lytter til hinanden. I disse tider uden fred, hvor tv-verdens håbløse og penge altid vinder lejen, hvor intet smuk får lov at stå, og alle folk er lige små, er middelmålet og kærligheden vejen. Så lad os elske. Og lad os elske. Lad os elske. Lad os elske. Og ja, kunne jeg sætte hårdt mod hårdt, jeg kunne tage andet navn og flytte bort, lad tiden gå sin gang og fanden tage dig. Lige meget hvad jeg gør, du er mig nu som før, for dyrebar elske, og jeg vil have dig. Så kom æbleblomst, kom hyldesaft, kom tiden, kom forårskraft, kom og bliv til sommer, lad os elske. Hvor denne mismods vinter dø, og kom, vågn op ud af din dys, og lad solen stråle og strejfe de rebelske. Og lad os elske. Og lad os elske. Lad os elske. Lass uns lieben, lasst uns lieben, lass uns elsken.
elske. Så lad os elske. Lad os elske. Mange Tag, Simon. Wir hören gleich noch mehr von dir. Also sehr schön, vielen Dank. Ein sehr leiser Applaus, aber ich glaube, den anderen hat es auch gefallen. Gleich gibt es mehr noch von Simon. Ich würde jetzt die anderen Referenten noch mal bitten, sich zuzuschalten. Simon, du kannst dich deine Kamera wieder ausmachen und dann nachher wieder zuschalten, Mache ich. Wenn es wieder Musik gibt. Bis gleich. Sehr schön. Und da sind wir ja auch wieder. Gut, dass es auf jeden Fall schon mal geklappt hat. Da bin ich sehr froh darüber. Ich würde jetzt noch mal eine Umfrage starten, bevor wir überhaupt in das Thema noch mal dänische Minderheit einschalten. Und zwar, einen Moment, dann finde ich die Umfrage. So. Und hier geht es nämlich darum, wo man mehrere Sachen ankreuzen kann. Wo ist Ihnen die dänische Minderheit schon mal begegnet? Hatten Sie damit schon mal, sind Sie in Kontakt mit der dänischen Minderheit? Und wo ist Ihnen das schon mal entgegengekommen? Oder Sie können auch die letzte Antwort, mir ist die dänische Minderheit nicht besonders bekannt, ankreuzen. Das macht ja auch nichts. Deswegen sind wir ja auch heute zusammengekommen, dass man sich mehr informiert. Und hier sieht man schon, wie die Balken hin und her gehen. Das ist ganz spannend. Und man kann eben sehen, dass die Zeitung Flensburger Avis recht hoch im Kommen ist, dass viele, die schon gesehen haben oder da mit in Kontakt gekommen sind, die dänische Fahne und verschiedene Veranstaltungen, einige auch über Freunde und Familie und Kollegen. Und einige schreiben auch im Chat noch andere Antworten hinzu. Das war jetzt mehr aus dem Bauchgefühl, wo ich dachte, wo man die dänische Minderheit begegnet. Und hier ist einmal im Chat nochmal die Kirche erwähnt. Die habe ich hier nicht mit aufgeschrieben. Ja, dann würde ich die Umfrage beenden und komme wieder zurück zu den Referenten. Vielleicht frage ich die Referenten, vielleicht habe ich noch was anderes vergessen in dieser Aufstellung. Ich hatte jetzt zum Beispiel, ich dachte, Osmil habe ich zum Beispiel nicht mit reingenommen. Das genau. Könnte man unter Veranstaltung. Aber vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, Gitte, weil nächstes Wochenende findet ja eben das Årsmøde statt und was es dann genau ist. Ja, seit 1921 tatsächlich, also vor 100 Jahren, fand das erste Årsmøde statt. Also unser Jahrestreffen, das ist unser jährlich wiederkehrendes oder unsere Veranstaltung, wo es darum geht zu manifestieren, dass wir nach innen hin, dass wir eine starke Gemeinschaft sind, dass wir der dänischen Minderheit zugehörig sind, dass es für uns wichtig ist, Sprache und Kultur zu leben. Da stärken wir uns gegenseitig und fühlen uns dann einander wieder zugehöriger. Man sieht sich, man präsentiert sich aber auch nach außen. Man zeigt ein bisschen, was ist über das Jahr hin gewesen. Überall kleine Treffen, wo man dann sich einfach begegnet und auch alte Freunde wieder trifft. Und wo man Reden hört aus Dänemark, auch Reden von deutscher Politik und Freunde kommen und so präsentieren wir uns nach außen hin und manifestieren eben unsere Zugehörigkeit zu Dänemark. Und das findet in diesem Jahr natürlich in ganz abgespeckter Form statt. Also wirklich nur ganz vereinzelte Treffen ist natürlich schade, aber wir finden gerade just in diesem Jahr, wo wir es schon im letzten Jahr nicht feiern konnten und die 100 Jahre wirklich groß feiern konnten, unser Geburtstag,
wollen wir dann in diesem Jahr zumindest manifestieren, dass es 100 Jahre her ist, dass man diese Treffen zum ersten Mal ins Leben gerufen haben als Tradition aus Dänemark, diese Völkerversammlung, dass man also zusammenkommt, um eben halt sich gegenseitig zu bestärken in dem, was man tut. Und bei uns ist das eben die Erhaltung der dänischen Sprache und Kultur. Genau, und nochmal kurz zur Geschichte zurückzukommen. Also die dänische Minderheit gibt es genau 100 Jahre oder wie kommt das zustande mit der dänischen Minderheit? Ja, seit 101 Jahren müssen wir jetzt ja tatsächlich sagen. 1920 war die Volksabstimmung. Davor muss man noch ganz kurz davor sagen, 1920 ist natürlich eine wichtige Jahreszahl. Aber davor war ganz, ganz lange dieses Gebiet bis zur Eider natürlich dänisch, gehörte zum dänischen Königreich, bis 1864 der Krieg gegen Preußen verloren ging und wir somit ganz viel Land verloren und am Ende dann es am 1920 zu einer Volksabstimmung kam in zwei Zonen, wo dann die Zone von der jetzigen Grenze hoch bis Haderslev, dann zur Königsau, dann dänisch wurde. Die haben sich also zurückgestimmt sozusagen nach Dänemark. Und der südlichere Teil von Flensburg bis bei Schleswig um und bei, das wurde dann blieb dann deutsch. Das ging dann sozusagen verloren. Und daraus entstand dann kurzer Zeit später tatsächlich aus einem Kern von Menschen, die hier lebten und nicht gewillt waren, wie andere, die dann nach Dänemark gezogen sind. Andere wiederum haben sich dann abgewendet. Aber es blieb ein harter Kern, der gesagt hat, nein, wir wollen hier unsere dänische Sprache und Kultur weiterhin leben und haben sich zusammengeschlossen und den Schleswigschen Verein gegründet, der später dann 1945, 46 zum Sydslesvigsk Forening wurde. Und der Schulverein wurde gegründet, sogar noch vorher im Mai. Und somit entstand dann langsam die dänische Minderheit mit der zu dem Zeitpunkt Hauptorganisation der SSF, der dann später nach 45 dann den kleinen Bruder dazu bekam, nämlich den SSW, weil der bis dahin der SSF auch die kulturpolitischen und politischen Belange in Kiel vertreten haben und das eben mit dem britischen Militär nachher zum Schluss Besatzungsmacht dann nicht mehr ging. Die haben gesagt, ein Kulturverein oder ein Verein, der eben auch Kultur macht, kann nicht Politik machen, kann nicht im Landtag vertreten sein. Und somit entstand dann daraus der SSW, der heute dann unser politische Interessen wahrnimmt in Kiel und im ganzen Landesteil und vielleicht auch bald in Berlin. Und wir machen dann hauptsächlich Kulturpolitik und kulturelle Veranstaltungen und ja, versuchen im Prinzip das dänische Leben insgesamt federführend zu regeln. Und der Begriff Sydslesvig, Christian Vestager Mosbardei, wie ist der Begriff in Dänemark, Sydslesvig? Ist es bekannt in Dänemark, dass es eine dänische Minderheit gibt? Oder musst du deinen Job immer wieder erklären und erzählen, was es die dänische Minderheit genau ist? Für ältere Leute ist nicht schwierig. Ich bin selber 500 Meter nördlich der alten dänischen Grenze bei Haderslev-Kolding geboren und dort war meine Familie stammt aus südlich von der Grenze und auch nördlich von der Grenze und hat dann einander gefunden. Aber wenn man ein bisschen nach Kopenhagen fahren und junge Leute treffen, dann ist es ein bisschen schwieriger. Warum sprichst du so viel über Südschleswig immer? Und ich erzähle dann die Geschichte. Und wir haben ja hier im Parlament viele Schülergruppen und die kommt immer vorbei, wo wir so eine Ausstellung hat, wo wir über Minderheit und über Südschleswig und Nordschleswig reden und freuen uns, dass in 101 Jahren kein Krieg gegen die zwei Nationen, wir haben ja einen gehabt, aber trotzdem wird es besser und besser, Dänische und Deutsche gegenüber und das freuen wir uns sehr viel daran. Weil ich erinnere noch, wie es war als Kind. Das war nicht freundlich.
Und Mailis, wie empfindest du das? Du bist ja auf Sylt aufgewachsen, dann eine Zwischenstation Duvorskolen und dann Nordschleswig, und bist ja auch viel gereist, vor Corona-Zeiten. Hast du oft erklärt, ich bin Teil der dänischen Minderheit, oder hast du es ausgelassen? Wie haben die Menschen dann darauf reagiert? Also es kam immer so ein bisschen drauf an, wo ich war. Also ich habe ja mein Abitur in Appenrade gemacht, an einem dänischen Gymnasium, nachdem ich ja erst 2 Jahre auf der Duborskolen war, also auf der Minderheitenschule in Flensburg und noch eine Zwischenstation in den USA hatte, in Texas. Und in Appenrade musste ich es nicht erklären. Also da wussten die meisten, dass es zum Glück eine Minderheit dann auch ja ein paar Kilometer nur entfernt gibt. Das deutsche Minderheitengymnasium liegt auch direkt nebenan. Das heißt, das waren den meisten da schon sehr bewusst. Aber trotzdem war ich manchmal überrascht, was für Fragen ich dann doch noch bekommen habe. Aber es ist halt auch so, dass ich einen Akzent habe, wo man ganz klar erkennt, okay, sie ist auf jeden Fall nicht Dänin, ja, also nicht in Dänemark geboren, nicht die erste Sprache. Und deswegen wurde die Frage dann auch relativ schnell beantwortet, wo ich herkomme. Aber zum Beispiel, als ich in den USA war, in Texas, da war es was ganz anderes. Das Land ist riesengroß. Man kennt natürlich auch Minderheiten, aber das sind dann nicht unbedingt, ja, so Minderheiten, nationale Minderheiten, wie wir sie hier kennen. Und da war das schon schwer zu erklären. Also wenn ich dann gesagt habe, so ja, also ich habe zwar die deutsche Staatsbürgerschaft, aber da ist auch noch so ein bisschen Dänisch mit dabei und ne, also das ist alles nicht so ganz eindeutig. Da haben dann die Leute gefragt, ja, ist denn dein Vater oder deine Mutter aus Dänemark? Und dann habe ich gesagt, nee, meine Eltern sind beide deutsche Staatsbürger, aber trotzdem bin ich nicht hundertprozentig deutsch. Und das wurde dann nicht so ganz verstanden. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, gar nicht mehr zu sagen, dass ich irgendwie so aus Norddeutschland, was irgendwie auch ein bisschen dänisch ist, und das alles zu erklären. Und ich habe auch teilweise gar nicht mehr gesagt, dass ich aus Deutschland bin, sondern einfach nur noch aus Europa. Und das hat es schon alles ein bisschen vereinfacht dann. Also es kommt immer drauf an, wo man ist. Ja, in Appenrade, da wussten die Leute Bescheid. Jetzt in Kiel wissen die meisten Bescheid, nicht alle, aber da sorge ich gerade für, dass sich Sehr das gut. rum. Genau, aber in den USA sah das natürlich ganz anders aus. Also ich weiß, dass mein Sohn, als er nach Kopenhagen zog, mich irgendwann mal fragte: Mama, gibt es den Repeat-Knopf, damit ich den nur drücken kann, damit ich erklären muss, was die Minderheit ist und warum ich genauso gut Deutsch spreche wie Dänisch und warum ich immer mit zwei Kulturen aufgewachsen bin und zwei Sprachen. Er sagte, alle Fragen, und es sind immer die gleichen Fragen und man muss immer wieder die gleichen Sachen erzählen. Also das fand er immer sehr lustig. Aber Hauptsache, das sind alles Ambassadeure. Alle unsere jungen Menschen, die nach Dänemark gehen zum Studieren, alle die, die irgendwie in Berührung mit der Minderheit waren und darüber erzählen in Dänemark oder auch in Deutschland, sind unsere Ambassadeure, die ein bisschen, die das Verständnis für das Leben in einer Minderheit mit zwei Sprachen, mit zwei Kulturen. Weil letztendlich ist das, was wir machen, Minderheitenpolitik, ist Friedenspolitik. Und wir können sehr gut erklären, das versuche ich auch oftmals, wenn ich in Deutschland über die Minderheit was erkläre, wie wichtig das ist zu verstehen, dass wir mit unserem, da wo wir stehen, mit sicheren, in unser Fundament, mit dänischer Sprache, dänischer Kultur, die Identität, uns öffnen können nach außen und dass uns da nichts abbricht. Wenn man also weiß, wo man selber sozusagen seine Gesinnung hat, seine Identität hat, kann man sich auch öffnen für anderes. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass man das nach außen transportiert, wie wichtig das ist, wenn man hierher kommt, auch als neuer Bürger in Deutschland, dann sagen kann, man kann an seiner eigenen Identität festhalten und sich trotzdem integrieren. Man muss sich nicht assimilieren. Das heißt, man muss sich nicht selber aufgeben. Man kann mit der eigenen Kultur leben und trotzdem anderes auch zulassen. Ich glaube, dafür sind wir ein gutes Beispiel. Genau, wir haben eben gerade auch gehört, dass die meisten der dänischen Minderheit eben einen deutschen Pass besitzen. Einige haben auch einen dänischen Pass. Und das wurde jetzt vor kurzem eben erleichtert, dass man als dänische Minderheit auch den dänischen Pass leichter erwerben kann. Christian, du hast dich da ja auch für eingesetzt im Sydslesvig Udvalg.
und was für bestimmte Kriterien man erfüllen muss. Wie wichtig war die Debatte im Folketing in Dänemark, eben zu dafür zu kämpfen, dass die dänische Minderheit auch eben den dänischen Pass erlangen kann? Das war so über Jahren Debatte. Und dann war es eine Möglichkeit hier, wenn wir auch, wir haben ja viele Debatte über Leute von anderen Ländern, die nach Dänemark fahren. Das ist ganz, ganz schwierig, nach Dänemark zu kommen, wenn du außer Europa kommst, besonders Flüchtlinge und andere. Und dann haben wir, da war eine Stimmung, dass wir können doch auf ein Gebiet was machen. Und deshalb haben wir damals diskutiert, wie sollen wir das machen. Und erst haben wir ein Gesetz gemacht und dann hat gezeigt, dass die nicht gut genug war. Hat nicht das Recht bekommen. Und dann haben wir das umgemacht in zwei Stufen. Und ich glaube, jetzt geht es ganz gut. Und ich bin ein bisschen überrascht, dass immer noch wenige von Minderheit, die diese Möglichkeit benutzt. Aber die Möglichkeit gibt's und dann kann man das benutzen, ob man das will. Das Und kam wenn zuerst kam es, weil wir haben ja ein Gesetz gemacht, dass wir in Dänemark Doppelnationalität die Möglichkeit haben wir bekommen. Das haben wir nicht früher gehabt. Das war nur hier 3, 4 Jahre her, dass wir das gemacht haben. sehr Und gut, dass du deshalb, sehr gut. dann blieb es möglich, auch für die Minderheit das zu benutzen, so dass man Deutsch und Dänisch Pass haben kann. Ich glaube, das war einer der Gründe, weil wir haben 2015 die Möglichkeit bekommen, wenn man als dänischer Staatsbürger in Südschleswig wohnt, dann eben halt die dänische Staatsbürgerschaft zu behalten, wenn man eben die deutsche auch erwirbt. Und das war vorher eben nicht möglich, was viele dazu bewogen hat, dann eben die deutsche dann zu beantragen, damit man diese doppelte Staatsangehörigkeit hat, damit man auch Rechte in einem Land hat und nicht nur Pflichten. Und darauf resultierte, dass die, die hier wohnen und sich auch zur dänischen Minderheit bekennen, auch gerne diese doppelte Staatsangehörigkeit haben wollen, um wiederum ihre Bekenntnis zu ihrer Zugehörigkeit zu Dänemark auch dadurch zu zeigen. Und Okay. daraufhin kam die Diskussion auch auf Christiansborg, dass man das ermöglichen sollte. Und ich finde, wir sind jetzt letztendlich bei guten Kriterien angelangt, wo viele, die sich genau das wünschen, weil letztendlich ist nach Bonn-Kopenhagener Erklärung der Ausweis völlig egal. Das Bekenntnis zur dänischen Minderheit ist frei und darf auch von deutscher Seite oder von dänischer Seite nicht nachgeprüft werden. Das ist ganz entscheidend. Das ist eigentlich unser Fundament von 1955, ein wichtiges Datum für uns oder ja, ein wichtiges Jahr. Und deswegen ist es eine Gesinnungsminderheit. Deswegen ist es wichtig, das zu sagen, eigentlich ist der Pass nur etwas Individuelles. Wenn man das gerne für sich möchte, um eben in beiden Ländern gleichermaßen Staatsbürger zu sein. Ich hätte 2015, um das nur ganz kurz abzuschließen, niemals gedacht, welche eine Wichtigkeit es in der Corona-Pandemie bekam, dass ich zwei besitze. Für mich war es wichtig, hier zu wählen, damit ich auch im Bundestag den SSW unterstützen kann. War es wichtig, hier auch den deutschen Pass zu haben. Aber plötzlich bekam es eine Wichtigkeit, weil ich als Dänin nach Dänemark reisen konnte und als Deutsche wieder zurück nach Deutschland. Das habe ich niemals gedacht, dass das überhaupt so eine Wichtigkeit bekommt. Ich glaube, das haben viele nochmal wieder bewogen zu sagen, Mensch, sowas darf uns nie wieder passieren. Und damit wir frei die Grenze passieren können, ist es uns wichtig, beide zu besitzen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Strukturen schauen, von besonders was die Finanzierung angeht der dänischen Minderheit, kann man ja vielleicht provokativ ein bisschen fragen, der dänische Staat investiert in die dänische Minderheit und die meisten sind ja mündige deutsche Staatsbürger. Christian, kannst du uns erklären, wie der dänische Staat damit vorgeht, dass man eben jedes Jahr viele Millionen investiert in die dänische Minderheit. Wie ist das zustande gekommen? Ja, wenn wir über dänische Kronen sprechen, dann gibt es 500 Millionen ungefähr insgesamt Sozialwesen und auch die Kirchen kriegen was. Und für mich ist das
eine Investierung guter Verhältnisse zwischen deutsch und dänische Leute im Grenzgebiet zu behalten. Und dazu gehört, dass man Rechte hat, Recht zum Sprechen, die Sprache zu sprechen, Recht zu Schulen, Recht zur Zeitung, Recht zur Sozialwesen, Recht zur Partei und Kulturaktivitäten. An beide Seiten. Ich bin auch Mitglied des Ausschusses vom Deutsche Minderheit und ich finde, dass diese Rechte eine ganz, ganz positive Veränderung gemacht hat ab 45 und bis heute. Und es gibt ja Leute, die sagen, ja, wo wohnen wir? Wir wohnen im Grenzgebiet. Und wo ist das? Das ist so zwischen Kiel und Kolling oder sowas. Und das ist ganz gut, dass Leute, die es so denken, insbesondere auch, weil auch die jungen Leute, weil die finden ja öfter viel leichter Arbeit im Grenzgebiet, weil die zweisprachig sind. Und wir haben ja ganz gute Freude daran, weil wir auch gute Kontakte betriebsmäßig, unterrichtsmäßig und so haben. Und wir können ja auch anrufen und sagen, gibt es Leute in Südschleswig, die Arbeit fehlen, dann haben wir vielleicht was in Dänemark oder umgekehrt. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, dass die Junge von Minderheit in Südschleswig, die können ja auch in Dänemark studieren. Das finde ich ganz toll. So, für mich ist es ein Friedensprojekt, so dass wir Freunde als Nachbarn sind und dass wir gemeinsam arbeiten und niemals mehr einen Krieg beginnen oder Hass gegenübereinander. In 45, mein Vater, er wollte überhaupt nicht mit Leuten aus Deutschland sprechen, obwohl die Minderheit oder nicht Minderheit sind. Wenn die Deutsch sprachen, dann stopp hier. Und dann ging ich, um dort mit diesen Touristen und sowas zu sprechen. Und dann ging es trotzdem. So ist es nicht heute, überhaupt nicht. Und die dänische und deutsche Minderheiten, die arbeiten ganz, ganz schön zusammen. Ja, und funktionieren auch als Brückenbauer, ne, zwischen Deutschland und Dänemark. Wir sind sozusagen die Experten auf dem Gebiet, wenn es darum geht. Und wie Christian schon sagte, wir haben zwei Sprachen, zwei Kulturen. Wir leben sozusagen diese Vielfalt und deswegen kann man uns eben auch gut nutzen, um eine gute Verbindung zwischen Kiel, Kopenhagen oder Kopenhagen, Berlin zu schaffen. Und ich glaube, da sind wir, sowohl die deutsche Minderheit als auch die dänische Minderheit, eben die Experten und können gut vermitteln. Und auch gut manchmal sagen, welche Gepflogenheiten gibt es im anderen Land. Die Kulturen sind ja manchmal anders und da kann man ganz gut Hilfestellung leisten. Oder eben einfach jetzt in Bezug auf Grenzschließung oder Corona sagen, Mensch, es gibt verschiedene Regeln und wir stecken irgendwie in der Klemme, wir stecken irgendwo dazwischen. Und dann muss man einfach manchmal laut rufen und sagen, hallo, vergesst uns nicht. Und wir haben hier Problematiken, die man eben woanders nicht hat, weil wir eben auch dänische Kultur anbieten möchten in einer Zeit, wo Kultur auf der einen Seite schon aufmacht, auf der anderen Seite nicht und unter verschiedenen Regeln. Wie macht man das? Das ist so etwas, womit wir uns dann eben auch beschäftigen. Ja, und für uns als, sage ich mal, jüngere Generation ist das Verhältnis zu der anderen Seite natürlich auch noch mal ganz anders als vielleicht bei, ja, bei älteren Jahrgängen. Also wir haben die Zeiten nicht mitbekommen, wie es mal gewesen ist, wie man zum Beispiel nicht miteinander gesprochen hat. Und ich kenne eigentlich keine anderen Minderheiten hier im Grenzland als die, die miteinander arbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Und natürlich ist uns immer bewusst, wir sind zwei verschiedene Minderheiten, jeder auf seiner Seite der Grenze. Aber für uns als jüngere Generation ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Ja, das sieht man zum Beispiel in den Jugendparteien. Also die deutsche Minderheit in Dänemark hat auch eine Jugendpartei, so wie wir hier im SSW. Und wir haben, ich glaube, das ist langsam schon 2 Jahre her, haben wir gemeinsam gegen den Wildschweinzaun, der ja jetzt oder jetzt steht, diese Grenze auch nochmal sichtbarer macht, haben wir demonstriert und da Volleyball über den Zaun gespielt und Federball. Und ja, das zeigt ja auch, dass wir gemeinsame Ziele haben und die dann auch ja gemeinsam erreichen wollen. Und deswegen ist diese
ja, steife Grenze zwischen Dänemark und Deutschland, die ist nicht mehr, die ist nicht mehr so sichtbar. Also bei uns ist sie nicht mehr in den Köpfen. Jetzt wird sie natürlich immer sichtbarer durch Grenzkontrollen und Wildschweinzaun und so weiter. Das ist ein Rückschritt, wie ich es sehe. Aber in unseren Köpfen, in unserer Generation ist sie nicht mehr da. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir in einer EU aufgewachsen sind, in der es eigentlich nur offene Grenzen gibt. Und ja, ich bin 2000 geboren und seitdem, ja, kann ich, also bewusst erinnere ich mich nicht daran, dass ich irgendwo mal meinen Pass vorzeigen musste, ehrlich gesagt. Und das ist schon jetzt komisch in der Pandemie auch geworden, dass Dänemark plötzlich viel weiter weg ist für mich, weil ich zum Beispiel auch keinen dänischen Pass habe, als es vorher jemals war. Also ich bin 3 Jahre lang jeden Tag nach Dänemark zur Schule gefahren und jetzt war ich seit ja, gut einem Jahr fast nicht mehr in Dänemark, weil es die Situation auch teilweise gar nicht zulässt. Und das ist echt schon traurig. Aber wie gesagt, das Gute ist für uns, die junge Generation, ja, sieht die Grenze nicht mehr unbedingt und arbeitet zusammen und möchte hier was zusammen auf die Beine stellen. Ich glaube, wenn ich kurz anmerken darf, ich finde das auch super wichtig. Also ich bin ja noch in der Generation, wo wir Grenzkontrollen hatten auf beiden Seiten. Und dann war sie weg, das haben wir gefeiert. Dann kamen wir jetzt in die Corona-Pandemie, wo plötzlich sowohl auf dänischer als auch auf deutscher Seite Soldaten standen mit Gewehren. Das war sehr beschämend und auch befremdlich auf jeden Fall. Das war ein komisches Gefühl. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf der einen Seite festhalten, dass wir einen geschichtlichen Rucksack haben, den wir auch nicht vergessen dürfen. Wir dürfen niemals vergessen, dass es Menschen hier gab, die wirklich ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben und auch verloren haben für diese Sache. Das dürfen wir auf der einen Seite nicht vergessen. Das müssen wir mitnehmen und dann müssen wir raustransportieren, dass wir heute aber friedlich miteinander leben. Wir sind mehr Minderheit. Wir haben die Friesen noch dazu. Wir haben die Deutschen und die Dänen. Wir haben alle aber die gleichen Problematiken, nur eben mit anderen Vorzeichen. Und deswegen ist es auch gut, dass man sich gegenseitig stützt, da wo es geht, um eben halt zu zeigen, dass wir Friedenspolitik machen und dass wir in die Zukunft schauen wollen, aber immer mit diesem Rückblick, dass wir daran denken, wie schwer es die anderen vor uns hatten und dass wir heute nur so leben können, wie wir es tun, in dieser Vielfalt, weil es Menschen vor uns gab, die dafür gekämpft haben. Ich glaube, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ich finde das auch ganz toll, dass es eine Möglichkeit ist, diesen Weg miteinander zu leben, davon zu lernen, wenn man in andere Gebiete in Europa oder in ganzen Welt gucke, dann gibt es ja Stellen, wo die Leute sterben und einander totschlagen wegen Nationalitäten. Und dort erzähle ich immer, bei uns ist es so, wenn du dich als Däne fühlst, dann bist du Däne. Du sollst nicht das dokumentieren, 3 oder 4 Generationen oder 10 Generationen zurück. Du sollst nur sagen, ich bin Däne, ich fühle mich als Däne oder in Sonderjylland als Deutsche. Und das finde ich das ganz Tolle, das gemacht wurde mit Bonn-Kopenhagen-Erklärung. Und davon kann viele Leute lernen. Wir haben ja auch so ein bisschen ähnlich zwischen den skandinavischen Ländern. Ich bin auch Mitglied im Nordischen Rat und dort diskutieren wir auch die offene Grenze. Und das war wirklich Protest, wenn wir nach zwischen Schweden und Dänemark die Grenze abschließen. Und viele Leute haben gesagt, das ist wahnsinnig, weil viele wohnen in einem Land und arbeiten in einem anderen Land oder hat ein Ferienhaus in einem anderen Land. So, das ist ein Beispiel für andere Leute, dass das möglich ist und dass wir ohne Probleme das machen können. Ah ja, wir haben Probleme mit Steuern und sowas, damit wir arbeiten, aber sonst. Und mit welcher Selbstverständlichkeit wir die dänische Fahne hissen, hier in unserem Dorf alleine oder wie wir auch hier am 4. Mai Lichter ins Fenster stellen, um an die dänische Befreiung zu erinnern und dass die Nachbarn das auch dulden oder Verständnis dafür aufzeigen. Wenn ich da einfach nur 30, 40, 50 Jahre zurückgehe, dann wäre das nicht so selbstverständlich. Und ich finde, das ist ein großes Geschenk,
das wir haben und dass wir das leben dürfen. Und auch anderen eben, wie Christian schon sagte, auch in Europa zeigen können, wie das eigentlich geht, diese Offenheit. Ich finde das auch toll, auch von deutscher Seite her, wie sehr sie uns respektieren, doch im Alltag und wie sehr wir integriert sind eben, aber ohne das aufgeben zu müssen, wofür wir stehen. Wenn wir jetzt in die Zukunft ein bisschen denken, was sind denn die nächsten Herausforderungen oder die nächsten Ziele? Mailis, der SSW wird sich ja aufstellen für die Bundestagswahl. Magst du uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen, wie das dazu kam und warum das eigentlich wichtig ist für den SSW, den man eigentlich nur in Schleswig-Holstein wählen kann, wieso man sich dann jetzt zum Bundestag aufstellt? Ja, gerne. Das ist auch ein sehr großes Projekt, was wir gerade in der Minderheit haben. Das ist nicht nur ein SSW-Projekt, sondern ein Projekt der ganzen Minderheit. Es ist so, dass wir in den 50er Jahren schon mal mit einer Person im Bundestag saßen und dann 1961 entschieden haben, dass es ja jetzt nicht mehr so viel bringt, weil dann auch ein paar Wahlen verloren wurden und ja, seit ein paar Jahrzehnten fast schon wird dann immer wieder diskutiert, ob man jetzt wieder antreten sollte. Und dann haben wir uns letztes Jahr im September als Partei dazu entschieden, dass wir antreten wollen. Einfach aus den Gründen, weil wir sehen, dass ja die politische Landschaft in Deutschland immer ja instabiler wird und die Volksparteien, die früher vielleicht noch ein Auge für uns Minderheiten hatten, das jetzt nicht mehr so ganz haben, weil sie auch einfach mit anderen Themen im Moment beschäftigt sind, die sich gerade selbst ein bisschen retten wollen. Und wir einfach sehen, dass es jetzt an der Zeit ist, auch unsere Politik in Berlin zu machen. Also erstmal sind wir eine politische Partei, wir sitzen auch im Landtag in Schleswig-Holstein und natürlich wollen wir die Sachen, die wir meinen, die Gesellschaft besser machen, auf allen politischen Niveaus vertreten. Aber eins der Hauptargumente ist natürlich, dass wir ja eine bessere Minderheitenpolitik wollen, ne? Also in Berlin werden wir immer wieder nicht gehört. Es gibt niemanden, der im Bundestag für uns einsteht. Es gibt natürlich verschiedene Gremien und beratende Ausschüsse und auch das Minderheitensekretariat in Berlin, Minderheitenrat. Aber es ist nun mal so, niemand im Bundestag, also niemand, kein Abgeordneter, keine Abgeordnete sitzt im Bundestag und kann für die Minderheiten sprechen. Also ob das jetzt die Sinti und Roma, die Sorben, die Friesen oder wir als dänische Minderheit sind, wir werden einfach nicht gehört und wir werden nicht vertreten. Und genau das ist natürlich eins der Hauptgründe. Da wollen wir ansetzen. Wir wollen die Minderheiten ins Grundgesetz bekommen, weil wir immer wieder in verschiedenen Situationen um unsere Daseinsberechtigung kämpfen müssen und immer wieder dafür argumentieren müssen, wieso wir gleichgestellt werden sollten und wieso ja wir da sind eigentlich. Und da wollen wir halt einfach mal auf den Tisch hauen und sagen, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und wir wollen gleichgestellt sein und wir wollen gehört werden. Und wir sind auch von der 5%-Hürde befreit, eigentlich genau aus dem Grund auch. Da gibt es dann wieder Kritiker, die sagen, ach, Minderheitenpartei seid ihr ja gar nicht, wenn ihr im Bundestag sitzt. Doch, natürlich sind wir das. Also wir sind von der 5%-Hürde befreit, eben damit die kleinen Minderheiten. Minderheiten sind nie gleich mit Mehrheiten. Das macht logisch gar keinen Sinn, damit wir auch gehört werden. Genau. Und deswegen treten wir an, unter anderem. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Gründe auch, aber das ist auf jeden Fall eins der Hauptgründe so. Und jetzt ist es so, dass wir, genau, vor ein paar Wochen, ja, diesen Monat unseren Spitzenkandidat gewählt haben, Stefan Seidler. Der steht auf Listenplatz 2. Ich unterstütze ihn auf Listenplatz, Quatsch, der steht auf Listenplatz 1 und ich unterstütze ihn auf Listenplatz 2. Und dann, ja, wir waren drei Kandidierende für den Listenplatz 1. Das muss ich noch erst reinbekommen, wer da jetzt wie auf welchem Platz gelandet ist, genau. Aber Stefan ist unser Spitzenkandidat. Da tun wir dann alles dafür, dass der am 26. September nach Berlin kommt. Und bis dahin machen wir hier ordentlich Wahlkampf und sorgen dafür, dass alle darauf aufmerksam werden, dass wir als SSW jetzt antreten und uns für die Minderheiten einsetzen.
Und für Schleswig-Holstein natürlich, für unsere Region und das bedeutet auch fürs Grenzland. Und das ist natürlich dann auch eine Sache, von der Dänemark sehr profitieren wird, wenn sie dann jemanden vom SSW in Berlin sitzen haben. Ja, das ist eine klare Ansage, Christian und Gitte. Welche Ziele habt ihr dann für die nächsten Jahre, was die dänische Minderheit betrifft? Gibt es bestimmte Punkte, die ihr durchsetzen wollt, oder wollt ihr erstmal Corona abwarten und dann erstmal wieder schauen, wie es anläuft? Wie sind die nächsten Schritte in den nächsten paar Jahren? Also für uns ist es natürlich so, dass wir jetzt hoffentlich bald eine Wiederbelebung der dänischen Minderheit in Gang setzen können. Das heißt, für uns eigentlich ein Jahr lang hatten wir keine kulturellen Veranstaltungen. Ein Jahr lang haben wir sozusagen nicht diese gemeinschaftliche Hügeli-Stunden gehabt, wo wir zusammen die Sprache, die Kultur, die Traditionen, die Lieder pflegen konnten. Das, was uns auch als Minderheit mit ausmacht. Wir waren natürlich kulturpolitisch und auch politisch unterwegs und wir haben Aufklärung betrieben. Das konnte man auch trotz Corona in einigen Gremien, Radio, Fernsehen dann mal machen. Aber es geht um die Mitglieder, die im Alltäglichen eigentlich ein Leben mit dänischer Sprache und Kultur haben wollen. Wir haben natürlich unsere Schulen, wo das Leben auch unter Corona-Bedingungen weitergeht, aber das Nachmittagstreffen, das Leben drumherum, das findet zurzeit eben noch nicht statt. Und ich glaube, da haben wir eine große Aufgabe darin, das wiederzubeleben und auch dafür zu sorgen, dass die Menschen, die das gerne leben wollen, auch wieder erleben können. Mit gutem Gewissen und dass wir da nochmal wieder auch eine Art Wiedervereinigung sozusagen mit unseren dänischen Landsmännern feiern können, indem wir dann doch wieder die Verbindungslinien nach Dänemark wieder stärker aufziehen können, wieder Kontakte knüpfen können. Ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe, denn viele sind natürlich erstmal noch ein bisschen vorsichtig, erschrocken zu Hause und das alles wieder in Gang zu bringen. Das ist eine große Aufgabe, die wir als SSF nicht alleine stemmen, sondern wir haben auch alle anderen Vereine und Institutionen gebeten, dass wir dieses zusammenstemmen, dass wir auch zeigen, dass wir eine große Minderheit sind und natürlich hinter dem SSW stehen, was in Bezug auf die Bundestagswahl, weil wir natürlich wissen, wie wichtig das ist, dass wir Gehör uns verschaffen. Auf beiden Seiten der Grenze. Auch wir haben in Kopenhagen ein Kontaktbüro, wir haben auch einen Kontaktausschuss in Berlin. Aber alle Parteien, die natürlich sagen, ja, wir können ja auch ein bisschen was für die Minderheiten tun, wenn sie es denn tun, die sind immer an ihre Partei gebunden und nicht an die Minderheit als solches. Und deswegen glaube ich, ist das auch ganz wichtig, dass wir diese Aufklärung weiterhin betreiben, damit wir auf beiden Seiten nicht vergessen werden. Und das ist eine Aufgabe, die wir in den nächsten Jahren tragen. Und gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass unsere Jugend, die jetzt, sage ich mal, fast ein Jahr lang in dieser Pandemie gelebt haben oder über ein Jahr lang, dass die auch wieder gut von Start kommen und auch wieder Kontakte nach Dänemark knüpfen und auch wieder nach Dänemark reisen dürfen, um einen dänischen Alltag zu erleben. Das ist ganz wichtig. Die waren ein bisschen abgeschnitten. Da fehlt dann die dänische Sprache im Alltag, weil sie nicht mit anderen zusammengespielt haben am Nachmittag im Fußballverein oder wenn sie nicht zum Theater waren und so weiter. Und das ist eine große Aufgabe. Ich glaube, da liegt ganz viel Arbeit vor uns und ich hoffe, dass wir das gemeinsam stemmen können, sodass wir die Jugend und die Älteren Hand in Hand in die nächsten Jahre schreiten können und sagen können, ja, wir haben es, wir wollen das und wir halten fest und wir sind immer noch da. Ich finde es sehr wichtig, dass wir weitermachen, auch in Dänemark darüber zu sprechen, so dass wir gewiss sein sind, dass das Geld auch dazu diese Aktivitäten bleibt in dänische Folgeting, weil ab und zu vergessen die Leute sagen, ah, das geht ja wohl, die verdienen ja gut, die Minderheit, die können wohl selber das bezahlen, aber das ist doch wichtig, dass wir das weitermachen, solange dass die Minderheit das wünschen. Und dann denke ich, vielleicht soll die Minderheit auch was verändern. Ich habe mir sehr gefreut, weil ich war ja mit zu die Jahresversammlungen, wo ihr über Berlin diskutiert habt. Und hat mir sehr gefreut, so viele junge Leute, die dort mitmacht in Partei und so. Und da dann, das freut mich sehr, dass so viele mitmachen. Ich war auch auf
auf Sil und hat dort gesehen, dass es relativ junge Eltern, die machen viel davon das Arbeit und macht es ganz gut. Wir haben ein großes Problem, glaube ich, weil die Schulen sind ja in den 50er, 60er Jahren gebaut und ab und zu ist es nötig, auch diese Schule zu erneuern. Und da das Geld dafür, das ist ungeheuer viel Geld und die kommt ja in den kommenden Jahren. Eine andere Frage ist, glaube ich, Flensburger Wies. Weil wie lange bleibt es als Zeitung, Papierzeitung? Und wann macht man das Schritt zum Internet? In Dänemark haben wir, ich bin ein bisschen überrascht, weil ich glaube, dass Deutschland war ganz vorne und spitze in die Fragen über Internet und sowas. Aber habe ich erkannt, dass vielleicht nicht ganz so ist. Aber das ist ja wichtig, dass wir diese neue Medien benutzen, weil es billiger, schneller und wirklich einfach miteinander im Kontakt zu halten. Und ich traue mir, dass ein Tag, dann hat alle Minderheiten Mitglieder die Zeitung auf Internet oder sowas, weil das ist besser als nur 6, 8 oder 9.000 die Papierzeitung zu haben. Aber wie es sein soll und wann, das bestimmt die Minderheit. Wir schaffen das Geld, ob möglich, und dann können wir darüber diskutieren in Zukunft. Ich sehe hier gerade eine Frage, da steht, ob es keine Statistik gemacht wird, wie viele Menschen in Schleswig-Holstein Dänisch sprechen oder sich Dänisch fühlen, und wie man dann die Finanzierung rechnet. Ob es genügt, dass es das Faktum ist, dass es eine Minderheit existiert. Eine Volkszählung wird es nicht geben. Minderheit ist, wer will. Wir haben natürlich Mitglieder, einmal im SSF, im SDU, in der Kirche, im Sportverein, in der Bibliothek. Flensburg-Wies wird gehalten, wir haben den Friesischen Verein und so weiter. Aber ich glaube, aber da musst du jetzt sagen, Christian, ob das stimmt, aber ich glaube, es reicht zu wissen, dass die Minderheit existiert und lebt und dass wir uns zeigen und dass wir stark sind und dass wir die Vielfalt und gerade auch dänische Sprache und Kultur hier hochhalten. Das machen wir in den Schulen. Da wissen wir ja ungefähr, wie viele Schüler oder wissen wir genau, wie viele Schüler wir haben. Und wir wissen, dass wir Mitglieder haben. Und ich glaube, solange das der Fall ist, dann habe ich zumindest, haben wir ein paar Versprechen bekommen auf den Årsmøderne, dann wären wir wieder dort, wo es heißt, solange wir an Dänemark festhalten, solange hält Dänemark auch an uns fest und solange werden wir nicht vergessen. Und ich glaube, das liegt sowohl an uns als auch an Dänemark natürlich, dass genau das nicht passiert und dass diese Freundschaft nicht in ein Wischiwaschi geht, sondern dass wir nach wie vor unsere Identität leben, unsere Sprache und Kultur fördern, aber uns eben nach außen hin auch öffnen, auch neuem öffnen, wie Christian und auch Maylis gesagt haben, junge Leute auch nach vorne bringen und auch verstehen, was die eben an der Minderheit so lieben und mögen und dass wir dann gemeinsam, jung und alt, eben halt das Ganze in die nächste Generation weitervermitteln. Das ist, glaube ich, ich sage immer, ich bin nur eine kurze Zeit Vorsitzende, ich gebe dann irgendwann diese Stafette weiter und für mich wäre es dann toll zu wissen, dass ich die Stafette an gute, junge Leute weitergebe, die genau wie ich damit aufgewachsen sind, dass dänische Sprache und Kultur und Identität entscheidend ist dafür, dass die dänische Minderheit weiter existiert. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Maylis, was möchtest du noch hinzufügen? Nee, ich wollte noch einen Wunsch auch äußern, den ich mir außer SSW im Bundestag außerdem noch für die Minderheit wünsche, ganz unabhängig von der Politik eigentlich. Und das ist, dass wir das, was für mich die Minderheit ausmacht, beibehalten. Und das ist so eine dezentrale Struktur. Also das soll bedeuten, dass wir die kleinen Dorfschulen, die dänischen Dorfschulen, auch wenn es teuer ist, trotzdem am Laufen lassen. Ich komme aus List von Sylt eigentlich und da war ich auf einer Schule mit 11 Schüler und Schülerinnen, war ganz allein in der Klasse und konnte da mitmachen, wo ich vom Niveau her gut reingepasst habe und wenn dann nicht, dann habe ich was anderes gemacht. Und ich wäre nicht die Person, die ich heute bin, wenn ich das nicht erlebt hätte. Und so geht es ganz, ganz, ganz vielen. Das ist das, was die Minderheit ausmacht, das Familiäre, dass man sich kennt,
das individuell gefördert werden kann und man Rücksicht auf ja, die Kinder nimmt. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, vor der wir als Minderheit jetzt gerade stehen in Südschleswig, weil es nun mal ganz klar teurer ist, kleinere Schulen dezentral am Laufen zu lassen. Aber ich wünsche mir, dass das in Zukunft so bleibt und dass man seine Prioritäten so setzt, dass man sagt, diese dezentrale Struktur, das ist das, was die Minderheit am Laufen hält und das, was sie ausmacht. Und deswegen müssen wir daran festhalten. Das ist mein Abschlusswort. Das kann ich mir als Schulleiterin der südlichsten dänischen Schule, die sehr klein ist, nur beipflichten, wie wichtig das ist, dass man eben in den äußeren Stellen diese dänischen Schulen hat, damit man da nicht vergisst, was es heißt. Wir sind ja nicht nur eine Schule, sondern ein Kulturzentrum. Da sieht man die dänische Fahne, da macht man uns sichtbar nach außen hin und die Kinder bekommen eben genau an Ort und Stelle dieses erste, was sie brauchen, um geborgen in die große, weite Welt geschickt zu werden. Kann ich dir nur beipflichten, Mailis. Sehr schön. Ich würde noch, weil einige schon im Chat geschrieben haben, dass die Flensburger Avis eben lesen, um Dänisch zu lernen. Habt ihr ein Lieblingswort auf Dänisch? Das kann man vielleicht weitergeben, was es vielleicht auf Deutsch so nicht gibt oder was man gerne selber benutzt, wenn ihr das. Hügeli. Es wird sogar im Duden mit die dänische Form der Gemütlichkeit übersetzt. Okay. Aber wir freuen uns in Dänemark am nächsten Wochenende, dass wir endlich eine Möglichkeit haben, zusammen mit der Minderheit zu sprechen und zu gemütlich, das alles gemütlich machen. Das wird ganz hügelig. Sehr treu aus. Da freuen wir uns auch drauf. Genau, am Wochenende geht's los. Orsmøde, Christian Juhl kann man live erleben. Tatsache in Friedrichstadt. Beim SSF kann man sich das Programm nochmal downloaden und nochmal gucken, ob man Zeit hat, bei der Orsmøde dabei zu sein. Ich würde sagen, die Zeit ist leider schon vorbei. Freue mich aber sehr, dass Sie dazu geschaltet haben, dass die Referenten da waren. Danke, Mailis, danke, Christian und danke, Gitte. Schön, dass ihr da wart. Hjertelig tak, at ihr med her. Und ich würde das Mikrofon dann weiter an den Musiker geben und dann machen wir das so, dass wir so eine Art Fade-out organisieren. Simon bleibt im Bild und die anderen können sich zuwählen, abwählen, wie sie gerade die Stimmung fühlen und würde mich dann auch offiziell dann verabschieden von den Teilnehmenden, die sich dann abwählen gleich. Sehr, sehr gerne. Und sollte Frage bei jemandem da sein, dann können Sie uns immer über Mail kontaktieren. Dann können wir privat noch später, nicht heute, aber sonst irgendwann uns gerne nochmal austauschen. Wir stehen jederzeit als dänische Minderheit, glaube ich, auch Mailis, zur Verfügung für Fragen. Und ja, wir sind immer offen für Besuch und für Freunde. Genau, vielen Dank. Wir machen jetzt aus und hören dann nochmal Simon. Groovy, Genau. ich übernehme das. The stage is yours, Simon. Zack. Let's Ich dachte eigentlich, ich spiele was von mir, aber ich bin so inspiriert vom Talk gerade. Ich spiele einen wunderschönen, vielleicht mein dänisches Folkeskole-Lieblingslied. Für die, denen es fremd ist, in Dänemark wird viel gesungen. Ich hatte noch Morgensang, wo wir einmal die Woche uns morgens getroffen haben zum gemeinsamen Singen. Und das ist einer der Songs davon. Ist ja ein dänisches Volkslied und einfach wunderschön. Livstræde heißt das. Der Lebensbaum. Erste Mal, der Getrüge gør dagen trist og grå. Se de folk, der uden lykke bare går i stå. Lad dem lege i livstræets krone, og lad dem føle, at livet er stort. Lad dem skue de blå horisonter og himmelhvælvinger.
Frühlingssprung. Der erste Mal uden varme, uden ånd og uden liv. Og folk bliver fattige og arme, tænker kun på tidsfordriv. Men lad dem lege i lystræets krone, lad dem føle, at livet er stort, og lad dem skue de blå horisonter og himmelvælvingens port. Der er så mange uden venner, uden kærlighed og kys. Folk, som ingen andre kender, hvor man de skal finde ly. Og lad dem lege livstrædets krone, og lad dem føle, at livet er stort, kæmpestort. Lad dem skue de blå horisonter og himmelvælvingens port. Der er så hård en kamp om magt, alle kæmper for sig selv. Er der ingen, der har sagt det, at de slår sig selv ihjel? Lad dem lege i livstrædets krone, lad dem føle, at livet er stort, kæmpestort. Lad dem skue de blå horisonter og himmelvælvingens port. Der er så mange, der er slave af sit job og af sin tid. Hvorfor brug vores gaver uden tanke, uden vid? Lad dem lege i lystrædets krone, lad dem føle, at livet er stort. Lad dem skue de blå horisonter og himmel. Vælvingens port. Så lad dem skue de blå horisonter og himmelvælvingens port. Ah. Ja, Birgitte, ich auch. Cool. Sind da noch ein paar Leute da? Habt ihr noch einen Songwunsch? Vielleicht was aus dem Folgeschoolebo? Sehr gerne. So, wenn hier jetzt noch einer einen Klassiker wünscht, dann spiele ich noch einen Klassiker. Deutsch oder Dänisch? Deutsch kann ich meistens nicht. Schönes dir Sohn. Ich glaube, ich kann nur Ihrstens dir Sohn ab. Ist das der? Ja, ja. Kalte Kerlighed. Okay, wisst ihr was? Ich kann gar nicht so viele dänische Lieder. Ich kann auch nicht sehr viele deutsche Lieder. Aber ich kann einen coolen dänischen Song. Ah ja, got it. Okay, ich muss den mal finden. Absoluter Klassiker. Ja. Yeah. Also, wer schon mal nach 22 Uhr in einer dänischen Bar war, der hat diesen Song gehört. Som et chok, da hun forlod mig. Den nat hun blev væk, den dag hun sendte brød til mig. I brødet der stod, at hun var blevet træt af mig.
træt og vente, og hele tiden at skændes med mig. Og nu er jeg helt alene, går søløs rundt. Jeg føler mig så ensom. Mit hjerte gør ondt, men skidt er skidt, og jeg fortryder nu. Gjort er gjort, jeg må have hende igen. De ting hun gør, de ting hun siger, elsker ingen andre piger. Kom tilbage til mig, og jeg elsker kun dig. Og vi kunne prøve igen at rejse langt, langt bort. Sig du vil give mig en chance til. De ting hun gør, de ting hun siger, elsker ingen andre piger. Kom tilbage til mig, og jeg elsker kun dig. Kom tilbage til mig, for jeg elsker kun dig. Ich spüre euren Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Simon. Schön, ja, dass du dabei warst. So und gerne. So spontan noch Lieder angenommen hast. Also das habe ich so auch noch nicht erlebt. Vielen Dank. Ich hoffe, wir können dich bald irgendwo live sehen. Das hoffst du bestimmt genauso. Ja. Du machst ja bestimmt noch eine neue Musikrichtung oder wo du hin du auch bist. Glaube ich, da wirst du das schon gut machen. Den Leuten hat es gefallen, die man im Chat auch sieht. Und ich wünsche dir alles Gute, dass du das auch die nächste Dankeschön. Zeit noch schaffst, dass der Lockdown nicht mehr so lange ist und dass du dann auf der Bühne stehen kannst, wo du auch hingehörst. Tschüss. Tschüss, Tag für heute. Day. Tag, alle. Tag für Snack. War echt schön. Tag für Snacken. Vielen Dank. Wie sehe es, Helen? Ja. Zeige Limur. Zeige Limur. Zeig Helen zu dir. Was sagst du da, Simon? Du da alles? Ja. Danke für Jahr. Tag. Hi, hi. Hi. Ich lasse den Raum noch ein bisschen auf, falls Leute noch in den Chat sich verabschieden wollen. Aber sonst hoffe ich, dass wir uns dann bald sehen, online oder in Präsenz. Alles Gute für die nächste Zeit und einen schönen Abend noch. Vielen Dank.